Fantasy-Film Kampf der Titanen aus dem Jahre 2010 erzählt die Geschichte von Perseus, einem sterblichen Sohn des Zeus, der von einem Fischer aufgezogen wird. Als die Menschen die Götter herausfordern, entfesselt Hades, der Gott der Unterwelt, seine Rache. Perseus führt eine Gruppe auf eine gefährliche Mission, um die Stadt Argos vor der Zerstörung durch das gewaltige Seeungeheuer Ketos zu retten. Dabei muss er eine göttliche Herkunft annehmen und sich mächtigen Göttern und Kreaturen stellen, unter anderem auch Ketos. Diese Kreatur bedient sich verschiedener Motive der griechischen Mythologie und wird im Film als einer der größten Bedrohungen für die Menschheit dargestellt. Im Film ist Ketos ein krankenähnliches Wesen, das zusätzlich zu seinen Tentakeln auch krabbenähnliche Beine besitzt, die ihm erlauben, sich auf dem Land fortzubewegen. Er hat einen Schutzpanzer auf dem Rücken und eine zurückfahrbare Schutzplatte, die seinen Kopf schützt. Ketos hat 6 Augen, die ihm ein breites Sichtfeld bieten und sehr spitze Zähne. In der griechischen Mythologie wird Ketos als ein Seeungeheuer beschrieben, das von Poseidon gesandt wurde, um die äthiopische Stadt zu verwüsten, nachdem die Königin Cassiopeia behauptet hatte, ihre Tochter Andromeda sei schöner als die Nereid, die Meeresnymphen. Im Mythos wird Ketos oft als ein allgemeines Seeungeheuer bezeichnet, ohne spezifische körperliche Merkmale. Im Film hingegen wird das Ungeheuer als krakenähnliches Monster mit zusätzlichen krabbenartigen Eigenschaften dargestellt und bedient sich damit eher an den Krakenungeheuern aus den unterschiedlichen Seemannsgeschichten. Er bewegt sich relativ langsam und kann durch das Haupt der Medusa, das jedes fleischliche Wesen auf der Stelle zu Stein verwandelt, besiegt werden. Diese Schwäche wird von Perseus im entscheidenden Moment des Films ausgenutzt. Ich habe diesen Film lange nicht gesehen. Ich muss jedoch gestehen, dass einige Szenen ins Gedächtnis geblieben sind. Besonders die Szene mit Medusa. Und der Schluss, als der berühmte Spruch "Release the Kraken" fällt. Release the Kraken! Und die Kreatur auftaucht. Die sich ans jüngere Publikum richten.
Gamera wird als riesige, fliegende, feueratmende, prähistorische Schildkröte dargestellt. In seinem ersten Film wird er als aggressiv und zerstörerisch dargestellt, rettet aber auch ein Kind. Im Verlauf der Filme nimmt Gamera eine wohlwollende Rolle ein und wird zum Beschützer der Menschheit, insbesondere von Kindern, der Natur und der Erde vor außerirdischen Rassen und anderen riesigen Monstern. Erinnert euch das an einem anderen Kaiju? Kein Wunder, denn die Figur wurde als Eigentum der Produktionsfirma Daiei Film geschaffen und sollte mit der Godzilla-Filmreihe konkurrieren. Gamera kann durch Jets fliegen, die aus seinen Gliedmaßenöffnungen gezündet werden, wenn er seine Beine in seinen Panzer zurückzieht. Diese Jets ermöglichen es Gamera, in die Luft zu steigen und sich drehend vorwärts zu bewegen. In späteren Filmen wird gezeigt, dass er mit nur eingezogenen Hinterbeinen fliegen kann, was ihm mehr Bewegungsfreiheit mit dem Vorderbeinen ermöglicht, was mir damals immer zu drüber erschien und ich deshalb nie mit diesem Film warm wurde. Sein Panzer ist extrem widerstandsfähig und stark und kann Raketen und andere Geschosse abwehren. Sein Bauchpanzer ist jedoch verwundbarer als sein Rückenpanzer und er wurde im Bauchpanzer so schwer verwundet, dass er blutete. In den kanonischen Filmen wird Gamera nicht gezeigt, wie er tierische oder pflanzliche Organismen frisst, sondern er lebt normalerweise von thermischer Energie, Elektrizität, Strahlung und andere Energiequellen. Der Einsatz konventioneller Waffen, einschließlich Atomwaffen, gegen Gamera kann ihn ebenfalls stärken. Gamera hatte mehrere filmische Reinkarnationen, die seine Ursprünge und Eigenschaften neu interpretieren. In der Showa-Periode 1965 bis 1980 wurde Gamera als aggressiv dargestellt, jedoch auch als Beschützer der Menschheit, besonders von Kindern. In der Heisei-Periode 1995 bis 1999 wurde er als biotechnisch geschaffenes Wesen aus Atlantis dargestellt, um die Menschen von Atlantis vor dem Gyaos, einem fledermausähnlichen Wesen, zu schützen. In der Raiva-Periode seit 2023 wird er in der Netflix-Serie Gamera Rebirth als künstliches Lebewesen beschrieben, das ursprünglich für Massenvernichtung geschaffen, aber neu programmiert wurde, um Zivilisten zu schützen. Sowohl die Gamera als auch die Godzilla-Franchises spielten eine bedeutende Rolle bei der Erweiterung moderner Kulturen in Japan und beeinflussten zahlreiche Medien weltweit. Obwohl Gamera oft als Abklatsch von Godzilla beschrieben wird, haben spätere Godzilla-Filme und andere Monsterfilmproduktionen Aspekte aus den Gamera-Filmen übernommen. Es gab auch Versuche und Überlegungen, die beiden Franchise-Universen zu einem Crossover zu verbinden, was jedoch bisher nicht realisiert wurde, was ich persönlich echt schade finde. Dabei kann ich euch allerdings echt das Video Fanart of Godzilla wie Gamera von UE's VFX empfehlen, bei den Godzilla auf Gamera trifft. Das Video ist kurz, aber sehr gut gemacht. Viele Filme von Gamera kann man kostenlos auf YouTube schauen. Ich persönlich habe noch nie einen Film von Gamera gesehen, werde es aber bald nachholen. Empfehlen kann ich euch auch den Kurzfilm bzw. Trailer Gamera Official Concept, das ihr euch bei JPC Content anschauen könnt. Das wäre ein Film, den ich mir gerne angeschaut hätte. Gamera hat sich von einem vermeintlichen Konkurrenten von Godzilla zu einer eigenständigen und bedeutenden Figur in der japanischen Popkultur entwickelt. Mit einer reichen Geschichte und zahlreichen Reinkarnationen hat Gamera die Herzen vieler Fans erobert und bleibt eine wichtige Ikone des Kaiju-Genres. The Host ist ein südkoreanischer Monsterfilm aus dem Jahr 2006, inszeniert von Bong Joon-ho. Der Film erzählt die Geschichte eines Monsters, das die Tochter eines Mannes entführt und seine Versuche, sie zu retten. Ich hatte immer das Gefühl, dass es eher ein unbekannter Film ist. Aber der Film erhielt internationale Anerkennung und führte zu einer bedeutenden Popularität des Monsters, welches zu einem ikonischen Element des südkoreanischen Kinos wurde. Im Jahr 2000 begann Bong Joon-ho mit der Konzeptualisierung eines neuen Monsterfilms, inspiriert von einem weit verbreiteten Skandal, bei dem ein amerikanischer Militärarzt seine koreanischen Mitarbeiter anwies, Formaldehyd in einen Abfluss zu entsorgen, der in den Hanfluss mündet. Neuseeländische Firma Weta Workshop modellierte die Kreatur des Films und das amerikanische Studio The Orphanage übernahm die visuellen Effekte. Das Monster in The Host hat eine amphibische Erscheinung mit reptilischen und
fischartigen Merkmalen. Es besitzt eine lange, schlangenartige Zunge, die es benutzt, um seine Opfer zu fangen. Das Wesen bewegt sich sowohl im Wasser als auch an Land mit bemerkenswerter Geschwindigkeit und Agilität, was es zu einer tödlichen Bedrohung für Menschen macht. Ich weiß noch, als ich es vor Jahren gesehen habe und diese Szene mir fast den Atem geraubt hat. Auch wenn es mittlerweile sehr lange her ist, als ich den Film gesehen habe, ist er mir immer noch im Gedächtnis geblieben. Ich habe den Namen des Films vergessen, aber nie das Monster. Das Monster taucht aus dem Handfluss auf und beginnt, Menschen anzugreifen. Es ist äußerst stark und schnell, kann große Distanzen schwimmen und an Land sprinten. Es verschluckt seine Opfer und hält einige von ihnen in einem Versteck in der Kanalisation fest. Das Monster symbolisiert die Folgen von Umweltverschmutzung und die Verantwortungslosigkeit von Institutionen. Die Kreatur ist ein Ergebnis menschlicher Nachlässigkeit und stellt eine Kritik an der Umweltpolitik und militärischen Präsenz dar. Zusammenfassend ist das Monster aus The Host ein starkes Beispiel für die Nutzung von Kreaturen im Film, um tiefere gesellschaftliche und ökologische Themen zu bekommen. Es ist nicht nur ein beeindruckendes und beängstigendes Geschöpf, sondern auch ein Mittel zur Reflexion über die Folgen menschlicher Handlungen auf die Umwelt, was ich sehr mag. Pacific Rim ist ein amerikanischer Science-Fiction-Monsterfilm von 2013, bei dem Guillermo del Toro Regie führte. Die Handlung dreht sich um den Krieg zwischen der Menschheit und den Kaiju, gigantischen außerirdischen Monstern, die aus einem interdimensionalen Portal am Grund des Pazifischen Ozeans auftauchen. Um die Kaiju zu bekämpfen, baut die Menschheit riesige humanoide Mechas, genannt Jäger, die von zwei Piloten gesteuert werden, die durch eine mentale Verbindung das Driften verbunden sind. Jeder Kaiju hat ein einzigartiges Design, inspiriert von verschiedenen Tieren und mythologischen Kreaturen, aber mit einem stark außerirdischen Aussehen, weshalb ich nicht auf ein einziges Monster eingehe, sondern sie alle in einem behandle, beziehungsweise nur auf die bekannteren eingehen werde. Sie sind alle generell enorm groß, stark und haben unterschiedliche Fähigkeiten, die sie im Kampf gegen die Jäger einsetzen. Die bekanntesten Kaiju im Film sind Knifehead. Dieser Kaiju ist der erste, der im Film erscheint. Er hat ein markantes, messerförmiges Kopfdesign, das an einen Koboldhai erinnert und ist ein Tribut an die langsameren Kaiju aus japanischen Filmen der 1960er Jahre. Leatherback, ein massiver Kaiju, der elektromagnetische Impulse erzeugen kann. Del Toro beschreibt ihn als Brawler mit einer Statur ähnlich einem Gorilla, was ihm eine schwere, stämmige Bewegung verleiht. Otachi, dieser Kaiju ist eine Hommage an die chinesische Drachenmythologie. Er hat zahlreiche Fähigkeiten, darunter saure Angriffe, und Flügel, die er ausbreiten kann. Otachi ist besonders intelligent und nutzt strategische Angriffe. Und er ist auch mein Favorit im Film, da er viele Fähigkeiten besitzt und auch meiner Meinung nach am meisten Schaden austeilt. Onibaba, der Kaiju, der Mako Mori zur Weise macht. Er ähnelt eine Mischung aus einem japanischen Tempel und einer Krabbe und repräsentiert die tiefen kulturellen Wurzeln des Kaiju-Genres. Slattern. Der größte und stärkste Kaiju im Film. Er hat einen langen Hals und ein Kopfdesign, das sowohl dämonisch als auch majestätisch wirkt. Slattern wird als Kategorie 5 Kaiju klassifiziert, die höchste Bedrohungsstufe. Kaiju Blut, oft als Kaiju Blue bezeichnet, ist eine hochtoxische Substanz. Es ist eine leuchtend blaue Flüssigkeit, die beim Kontakt mit der Umwelt erheblichen Schaden anrichten kann. Die Toxizität des Kaiju Bluts führt zur Umweltverschmutzung und kann lebende Organismen
Dinosaurier töten oder schwer beschädigen. Diese Eigenschaft macht es zu einer zusätzlichen Bedrohung, da ein toter Kaiju noch lange nach seinem Tod gefährlich sein kann. Im Film wird gezeigt, dass Kaiju-Blut auch eine wichtige Ressource ist, die von Wissenschaftlern wie Newton Geisler und Hermann Gottlieb untersucht wird, um mehr über die Kaiju zu erfahren und Strategien zu ihrer Bekämpfung zu entwickeln. Ein weiteres interessantes Element der Kaiju sind die Parasiten, die in und auf ihnen leben, und ein Baby-Kaiju, das während der Untersuchung aus Otachi herausplatzt und damit zeigt, dass die Kaijus nicht einfach nur erschaffene Klone sind, sondern Elemente von normalen Tieren besitzen. Ich hatte mit dem Film sehr viel Spaß und habe nicht nur riesige Monster zu sehen bekommen, sondern auch riesige Maschinen. Auch ein Crossover mit Godzilla ist denkbar, was ich sehr feiern würde. Del Toro wollte mit Pacific Rim eine Hommage an das Kaiju- und Mecha-Genre schaffen, ohne direkt auf frühere Werke zu verweisen. Pacific Rim wurde wegen seiner beeindruckenden visuellen Effekte und actionreichen Sequenzen gelobt. Die Kaiju spielen eine zentrale Rolle im Film und sind entscheidend für die Handlung, die Ästhetik und die emotionale Wirkung des Films. Cloverfield ist ein 2008 erschienener amerikanischer Found-Footage-Monsterfilm, der von Matt Reeves inszeniert, von J.J. Abrams produziert und von Drew Goddard geschrieben wurde. Der Film folgt sechs jungen New Yorkern, die während einer Abschiedsparty vor einem massiven Monster und andere kleineren Kreaturen fliehen, die die Stadt angreifen. Die Handlung beginnt mit einer Abschiedsparty für Rob Hawkins, der eine neue Stelle in Japan angenommen hat. Die Feier wird unterbrochen, als ein riesiges Monster, bekannt als Clover, New York City angreift und die Stadt in Chaos stürzt, wobei ich immer sehr Gänsehaut bekomme. I'm gonna learn to say, forget the world and hang on to the people that you care about the most. Oh my god! What the hell was that? Das Design des Monsters, das von Neville Page entworfen wurde, ist sowohl faszinierend als auch furchteinflößend. Das Monster ist ein 73 bis 91 Meter hohes Wesen mit einer Länge von 366 Metern von Kopf bis Schwanz. Es wiegt ungefähr 5800 Tonnen und hat eine beeindruckende Spannweite von 226 Meter, wenn es seine Arme ausstreckt. Das Monster hat eine graue Haut, die möglicherweise aufgrund der fehlenden Lichtverhältnisse auf dem Meeresgrund weißlich erscheint. Seine Haut ist extrem widerstandsfähig gegenüber Projektilwaffen, was wahrscheinlich durch die hohe Widerstandsfähigkeit Eigenschaften von Tiefseelebewesen gegen Hitze und Druck bedingt ist. Interessanterweise beherbergt das Monster auch tausende parasitäre Kreaturen, die es während des Angriffs auf die Stadt abwirft. Diese Parasiten greifen Menschen an und verursachen schwere Verletzungen, die den Betroffenen einen sehr unschönen Tod bescheren. Ein bemerkenswertes Merkmal des Monsters sind die membranösen Säcke an den Seiten des Kopfes, die sich aufblähen und wieder zurückziehen können. Wahrscheinlich ist, dass diese Säcke dem Monster helfen, sich an die unterschiedlichen Druckverhältnisse anzupassen oder die Atmung zu erleichtern. Die Widerstandsfähigkeit des Monsters gegen Bomben und andere militärische Angriffe ist beeindruckend. Selbst massive Bombenangriffe zum Ende des Films scheinen das Monster nicht vollständig zu zerstören. Regisseur Matt Reeves bestätigte, dass das Monster im Film tatsächlich ein Baby ist, das in Panik und Verwirrung die Stadt zerstört. Es gibt ein Manga namens Cloverfield Kishin, welcher mehr Details zum Monster verrät, wie die Ernährung und Lebensweise im Meer. Ich selbst habe diesen Manga nicht gelesen, überlege mir es aber nachzuholen, da das Mysterium des Monsters sehr interessant ist. Im dritten Teil der Cloverfield-Reihe namens The Cloverfield Paradox sieht man tatsächlich ein erwachsenes Cloverfield-Monster, das so groß ist, dass es über die Wolkendecke ragt und somit zwischen 1000 Metern und 9144 Metern liegen müsste. Damit überragt er sogar Godzilla Earth, den größten Godzilla bis jetzt. Cloverfield war für mich der erste Film mit dieser Perspektive und hat mich direkt in seinen Bann gezogen. Durch die Kameraperspektive ist das Filmerlebnis sehr immersiv und man fühlt sich, als wäre man in derselben Situation wie die Protagonisten. Für mich ist Cloverfield einer der besten Monsterfilme, die ich je gesehen habe. Bell rock.
Balrog ist ein mächtiges dämonisches Wesen in J.R.R. Tolkiens fiktivem Universum Mittelerde. Der Balrog, der in Der Herr der Ringe als Durins Fluch bekannt ist, begegnet der Gemeinschaft des Rings in den Minen von Moria. Balrogs treten auch in anderen Teilen von Tolkiens Welt auf. Balrogs sind hochgewachsene und furchteinflößende Wesen, die sich in Feuer, Dunkelheit und Schatten füllen können. Sie sind mit flammenden Peitschen und manchmal auch mit langen Schwertern bewaffnet. Ursprünglich waren sie Maia, das heißt, sie gehören zu den mächtigen, engelsgleichen Wesen wie die Valar, jedoch von geringerer Macht. Der böse Valar Melkor, später als Morgoth bekannt, verführte einige dieser Maia und machte sie zu seinen Dienern, den Balrogs. Noch bevor Ada die Welt erschaffen wurde. Sie haben flammende Peitschen und können sich in eine menschenähnliche Form manifestieren, die jedoch viel größer und furchterregender ist. Ihre genauen Abmessungen und Fähigkeiten sind nicht präzise festgelegt und Tolkien änderte seine Vorstellung von ihnen im Laufe der Zeit. In Der Herr der Ringe wird der Balrog als eine riesige, schattenhafte Gestalt beschrieben, die in einem Moment flügelartig ihre Schatten ausbreitet. Die Gemeinschaft des Rings begegnet Durins Fluch auf ihrer Reise durch Moria. In einer dramatischen Konfrontation auf der Brücke von Khazad Dûm fordert Gandalf der Graue den Balrog heraus. Selbst Gandalf stirbt, aber bevor ich verhauen werde, empfehle ich euch den Kanal Doku Factory und Mythen aus Westernis oder auch Cinema Strikes Back, wenn ihr mehr über diese Welt erfahren wollt. Es ist für mich einer der besten Fantasy-Trilogien jemals. Wenn ihr es noch nicht geschaut habt, tut es jetzt. Das Ding ist ein extraterrestrisches Wesen, das als Hauptantagonist im Film The Thing von 1982 dient. Es ist ein formveränderndes, assimilierendes Alien, das jede lebendige Kreatur, die es in seinen Einflussbereich bringt, nachahmen kann. Diese Fähigkeit führt zu einer Atmosphäre des Misstrauens und der Paranoia unter den Forschern in der Antarktis, da jeder von ihnen heimlich das Ding sein könnte. Das Ding stammt von einem außerirdischen Raumschiff, das vor über 100.000 Jahren in der Antarktis abgestürzt. Es wurde von einem norwegischen Forscherteam entdeckt und aus dem Eis befreit, was zur Katastrophe führte, die im Film dargestellt wird. Das Wesen kann jede Lebensform, die es assimiliert, perfekt kopieren, einschließlich ihrer Erinnerungen und Persönlichkeitsmerkmale. Dadurch ist es nahezu unmöglich, das Original von der Nachahmung zu unterscheiden. Der Prozess der Assimilation ist schockierend und körperlich invasiv. Das Ding verschmilzt buchstäblich mit seinem Opfer und übernimmt dessen zelluläre Struktur. Dieser Vorgang wird durch grafische und visuell eindrucksvolle Spezialeffekte erzielt. Rob Bottin, der für die visuellen Effekte verantwortlich war, verwendete eine Vielzahl von Materialien wie Chemikalien, Lebensmittelprodukte, Gummi und mechanische Teile, um die transformationsfähige Natur des Monsters oder Aliens darzustellen. Das Monster-Alien zeigt ein tiefes Überlebensinstinkt und hohe Intelligenz. Es agiert oft versteckt, um nicht entdeckt zu werden, und nutzt die Paranoia und das Misstrauen innerhalb der Gruppe zu seinem Vorteil. In kritischen Momenten kann es seine Gestalt dramatisch verändern, um Angriffe abzuwehren oder zu fliehen. Allerdings ist Feuer sehr effektiv gegen das Alien. Ob das Wesen tatsächlich tot ist oder nicht, wird bis heute noch diskutiert. Denn bei den beiden Überlebenden sieht man bei einem die Atemwolke und bei dem anderen nicht. Das Wesen aus The Thing bleibt einer der unvergesslichsten und furchterregendsten Kreationen in der Geschichte des Horrorfilms. King Kong, ein legendäres Monster, das seit seiner ersten Erscheinung im Jahr 1933 die Fantasie der Menschen ankurbelt. Von dem majestätischen Dschungel von Skull Island bis zu den neonbeleuchteten Straßen von New York City hat Kong sich seinen Platz als einer der größten Ikonen des Kinos gesichert. In seinem bahnbrechenden ersten Auftritt in King Kong von 1933 wurde Kong als furchterregendes Monster präsentiert, das die Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft sprengt. Doch Kong ist mehr als nur ein Monster. Er ist ein komplexes Wesen mit einem unerschütterlichen Willen und einer beeindruckenden Intelligenz. Seitdem hat Kong unzählige Abenteuer erlebt, was seinem legendären Kampf gegen Godzilla in dem Film von Toho bis zu seinem epischen Duell in Godzilla vs. Kong oder Godzilla X Kong, wo er mit einem mechanischen Exoskelett-Arm-Dings ausgestattet wurde, das ihn noch mächtiger macht. In den Toho-Filmen zeigt Kong eine erstaunliche Vielfalt an Fähigkeiten, wie die Fähigkeit, Elektrizität zu nutzen oder die Umgebung geschickt nutzt, womit selbst Godzilla seine Probleme hat. Doch
Trotz seiner überwältigenden Stärke bleibt Kong eine einsame Figur. Ein letztes Relikt einer vergessenen Ära, das sich in einer Welt behaupten muss, die ihm fremd ist. Seine Geschichte ist eine Erinnerung daran, dass selbst die größten Wesen Verletzlichkeit und Einsamkeit erfahren können. Insgesamt ist King Kong eine Legende, die die Vorstellungskraft der Menschen seit Generationen anregt. Godzilla, ein Symbol japanischer Populärkultur, trat erstmals in dem gleichnamigen Film von 1954 auf, der von Ichiro Honda inszeniert und mitgeschrieben wurde. Diese Ikone der internationalen Popkultur hat seitdem in verschiedenen Medien Auftritte gehabt. Insgesamt wurden 33 japanische Filme von Toho produziert, 5 amerikanische Filme und zahlreiche Videospiele, Romane und Comicbücher und Fernsehsendungen, die ich euch echt empfehlen kann. Sein Debüt machte er inmitten der unmittelbaren Nachwirkung der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki sowie des Vorfalls mit dem Fischerboot Lucky Dragon 5, was ihn zu einer Metapher für nukleare Waffen werden ließ. Godzilla ist ein prähistorisches, reptilienartiges Monster, das durch nukleare Strahlung erwacht und gestärkt wird. Sein Erscheinen wurde oft als Metapher für die Angst vor Atomwaffen interpretiert, aber auch als Allegorie für die Vereinigten Staaten, die aus einem Schlaf erwacht und Rache an Japan nimmt. Im Laufe der Filmreihe ändert sich jedoch die Handlungslinien und er wird auch als Antiheld oder als geringere Bedrohung dargestellt, die die Menschheit verteidigt. Godzilla wurde oft mit vielen anderen Figuren und Monstern gezeigt und hat im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Herausforderer bekämpft, darunter die japanischen Selbstverteidigungskräfte sowie andere gigantische Monster wie Gigan, King Ghidorah und Mechagodzilla. Er hat auch Verbündete wie Anguirus, den ich sehr mag, Mothra und Rodan gehabt und sogar Nachkommen, darunter Godzilla Junior und Minilla. Seine Größe ändert sich von Film zu Film und sogar von Szene zu Szene aus künstlerischer Freiheit heraus. Angefangen von 50 Meter in seinem ersten Auftritt bis hin zu über 100 Metern oder sogar bis 300 Meter in verschiedenen Adaptionen. Godzillas charakteristisches Merkmal ist ein atomarer Atem, eine nukleare Energie, die er im Inneren seines Körpers erzeugt und dann als laserähnliches Geschoss aus seinen Kiefern in Form eines blauen oder roten radioaktiven Strahls entlädt. Er besitzt immense physische Stärke und Widerstandsfähigkeit und hat eine große Vitalität sowie zusätzliche Kräfte wie einen atomaren Puls, Magnetismus, Präkognition und vieles mehr. Godzilla hat auch ein sehr charakteristisches Brüllen, der von Akira Ifukube erschaffen wurde und sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat. Seine Größe und sein Aussehen haben ihn zu einem der bekanntesten Symbole japanischer Populärkultur weltweit gemacht und er bleibt ein wichtiger Bestandteil japanischer Filme sowie neuerdings auch amerikanische Filme. Die Faszination für Godzilla geht weit über die Filmwelt hinaus und hat zahlreiche Parodien, Tributsongs, kommerzielle Auftritte und sogar wissenschaftliche Beiträge inspiriert. Sein Einfluss reicht bis in die Astronomie, wo ein Asteroid nach ihm benannt wurde, und die Musik. Godzilla hat für mich persönlich einen sehr hohen Stellenwert. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich nervös vor dem Fernseher saß und gehofft habe, dass Godzilla immer gewinnt. Ich habe sehr viele Filme gesehen und bin immer wieder begeistert. Selbst die neuen Filme haben mich wieder, zumindest teilweise, in meiner Kindheit zurückversetzt. Godzilla hat mich fast mein ganzes Leben lang begleitet und deshalb muss er natürlich auf Platz 1. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mich würde interessieren, welche Filmmonster ihr besonders findet und wie ihr die gerankt hättet. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.